Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Alumni, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum internationalen Finale von Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Mein Name ist Dominika Perlinova und ich bin die Projektalumna aus dem Jahr 2013 und werde Sie und euch heute durch diese Veranstaltung begleiten. Zum Glück bin ich aber dabei nicht alleine, sondern habe die Unterstützung von Kirill. Ich heiße Kirill Kwasdorf, ich bin ebenfalls Projektalumnus aus dem Jahr 2022 und ich habe am belarussischen Wettbewerb teilgenommen. Wir begrüßen Sie und euch heute aus dem Goethe-Institut in Prag, wo die internationale Finalwoche dieses Jahr hätte stattfinden sollen. Auch wenn das leider nicht geklappt hat, sind wir uns sicher, dass alle 24 Debattantinnen und Debattanten während dieser Woche nicht nur Prag, sondern auch sich gegenseitig besser kennengelernt haben. Bevor wir die Debattanten besser kennenlernen können, richtet der Schirmherr des diesjährigen Finales der Senatsvorsitzende der Tschechischen Republik, Herr Miloš Vystrčil, ein Grüßwort an uns allen. Vážení a milí, vážení účastníci mezinárodní debatní soutěže, milé studentky, studenti, vážené učitelky, učitelé. Zdravím vás tentokrát přímo do vašich domovů prostřednictvím vašich počítačů, iPadů, mobilních telefonů. To, že máme pandemii, způsobilo, že nemůžeme komunikovat osobně. A vy všichni víte, proto se nakonec té debatní soutěže účastníte, že právě komunikace, dialog jsou základem demokracie. My tady v Českém senátu o demokracii leccos víme. Říkáme, že to je právě Český senát, který je ochráncem ústavnosti, svobody a demokracie. Právě proto podporujeme vaši mezinárodní debatní soutěž a právě proto tento rok, 10 let od úmrtí Václava Havla, budeme si jeho úmrtí tady v Senátu připomínat. A zejména, co si budeme připomínat, je jeho život a jeho činy. Uděláme to tak, že sezveme všechny, kteří v době sametové revoluce v roce 1989 přinesli k nám do České republiky svobodu a demokracii. Já těmto lidem říkám sametoví lidé. A kromě toho setkání těchto sametových lidí, těchto lídrů, kteří do České republiky přinesli svobodu a demokracii a ke kterým se později přidal celý národ, ještě také budeme pořádat setkání. Setkání pamětníků sametové revoluce s mladými. Setkání těch, kteří vědí, s těmi, kteří by měli vědět. Měli by vědět proto, aby potom také svobodu a demokracii mohli hájit. Proto jsem rád, že vám toto poselství z Českého senátu mohu zaslat a jsem rád, že vám mohu popřát, abyste ve vaší soutěži uspěli. A kromě toho úspěchu, který vám přeji, vám chci popřát ještě jednu důležitou věc. Prosím, buďte odvážní. Mějte odvahu. Odvaha je totiž ta nejdůležitější ze všech cností. Protože pokud toužíte po pravdě, pokud toužíte po tom, aby národ se choval morálně, pokud chcete, aby se lidé kolem vás
chovali skromně, potom musíte mít odvahu. Musíte mít odvahu tyto další ctnosti prosazovat, stát za nimi, bojovat za ně. A já vám přeji, abyste měli nejen tuto odvahu, ale abyste v tomto svém konání byli úspěšní. Protože když budete úspěšní, budeme svobodní a vy budete spokojení. Děkuji vám za to, že se takto setkáváte a přeji vám, aby i ta vaše debata vedla k tomu, že budete mít odvahu a že budete úspěšní. Als nächstes richtet Frau Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, ein Grußwort an uns. Sehr geehrter Senatspräsident, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, liebe Freundinnen des Goethe-Instituts, der Goethe-Institute, liebe internationale Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Finales von Jugend debattiert. Schön, dass ihr und Sie nach diesen schweren Monaten der Distanz nun wieder zusammenkommen könnt und ihr euch nach vielen digitalen Begegnungen nun endlich auch live austauschen und vor allem live messen könnt. Ich freue mich, dass ihr trotz der großen Herausforderungen, die die Covid-Pandemie ja auch für euch mit sich brachte, mit so viel Herz und so viel Leidenschaft bei diesem Projekt dabei wart, euch neben vielen Stunden des Online-Lernens noch weitere Stunden vor eure Rechner begeben habt und miteinander debattiert habt. Ich weiß nur zu gut, dass der Austausch digital an seine Grenzen kommen kann und dass man vor allem für das Vertraute oder für ein nicht so einfaches Gespräch ein echtes Gegenüber braucht, statt einer Kachel in Zoom-Optik. Da ist es nach diesen Monaten von Distanz, die so furchtbar wehtat, die aber gleichwohl ja auch ein Beitrag zum Gemeinwohl war und ist, toll, dass ihr euch bei allen sinnvollen Hygienemaßnahmen jetzt wieder ein bisschen näher kommen könnt und richtig im demokratischen Sinne debattieren und um Ideen streiten könnt, dass ihr euch zuhören und dass ihr euch gegenseitig inspirieren könnt. Dass ihr das dann auch noch außerhalb eurer Muttersprachen tut, auf Deutsch, also mit Respekt davor ziehe ich wirklich meinen Hut. Chapeau. Ihr Lieben, Demokratie und das friedliche Zusammenleben, sie fallen nicht vom Himmel. Und sie sind auch überhaupt nicht selbstverständlich oder haben auch gar keine automatische Ewigkeitsgarantie. Wir sehen es doch weltweit, dass es Stimmen gibt, die unsere Demokratie angreifen und zwischen den Menschen Zwietracht sehen wollen, die unsere demokratische Vielfalt beenden wollen und Institutionen verächtlich machen. Wir sehen, wie auch im Schatten der Pandemie Kunst und Pressefreiheit, zwei Grundpfeiler der Demokratie, angegriffen wurden und wie vielerorts eine ganz andere Pandemie, nämlich die Pandemie Nationalismus, wieder aufblühte. Deswegen müssen wir alle zusammen jeden Tag aufs Neue unsere Demokratie gestalten, verstärken, bewahren und uns darüber verständigen, was wir darunter eigentlich verstehen wollen, auch vor dem Hintergrund der Beteiligung von Menschen, die zuwandern, die sich in einem freizügigen Europa bewegen und für die vielerorts die Möglichkeit der politischen Mitbestimmung sehr begrenzt ist. Dass in Deutschland inzwischen Menschen unterschiedlichster Identitäten, Kulturen, Religionen, Eigenschaften und Geschlechter leben, macht uns reich. Dass diese Menschen sich hier einbringen und unser Land mitgestalten können, ist essentiell, denn es ist auch ihr Land.
Aber da haben wir noch Luft nach oben, allein wenn wir uns anschauen, wie diese Vielfalt in unseren Parlamenten abgebildet ist oder nicht abgebildet ist. Auch aktuell nach der Bundestagswahl vor wenigen Tagen sind nur 34% Frauen und wenige Menschen mit Einwanderungsbiografien im Bundestag. Aber immerhin haben wir zum ersten Mal 2 Transfrauen im Deutschen Bundestag. Aber natürlich ergibt sich aus der Unterschiedlichkeit auch Konfliktpotenzial. Und natürlich kann man diesem nur vorbeugen, wenn man sich miteinander unterhält. Wenn man gemeinsam um das friedliche Zusammenleben ringt und sich umeinander bemüht. Sich also die Mühe macht, sich gegenseitig kennenzulernen und eben auch zuzuhören. Demokratie, sie ist nicht statisch, sondern formbar. Demokratie, Frieden und Freiheit gehen nur zusammen und nicht jeder gegen jeden. Ausgrenzung, Diskriminierung und Spaltung machen die Welt nicht besser, sondern nur feindlicher, unsicherer und zu einem hässlicheren Ort. Demokratie bedeutet, dass alle teilhaben können, und zwar unabhängig davon, zu welcher Gruppe sie gehören, welchen kulturellen Hintergrund sie haben oder welches Geschlecht. Es braucht also Menschen wie euch. Es braucht eure Generation, um die Demokratie immer und immer wieder neu mit Leben zu füllen und sie stark zu machen gegen die Hetzer, gegen die Ausgrenzer, gegen die Spalter, gegen die Egoisten, die gerade in Krisen auf Menschenfang gehen. Gerade in Zeiten großer globaler Herausforderungen müssen wir Menschen mitnehmen und davon überzeugen, dass wir auch diese Herausforderungen nur im demokratischen Miteinander schaffen, dass Autokratien und Nationalismus keine Lösungen sind. Es gilt weiter, demokratische Strukturen zu verbessern, sodass wir die Vielfalt unserer Gesellschaften in ihnen wirklich abbilden und Zugänge und Teilhabe für alle Menschen schaffen. Demokratie lebt von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Ich finde es deshalb wunderbar, dass nun die FinalistInnen aus Mittel-, Süd- und Osteuropa aufeinandertreffen. Dass ihr euch heute über eure Debatten austauschen wollt, die, wie ich gesehen habe, hochaktuell sind, ja auch Fragen streifen, die gerade viele Menschen bewegen. Vom Impfen bis hin zur Frage von Machtbegrenzungen, die ihr ja heute beim Finale thematisiert. Da bin ich wirklich gespannt, zu welchen Ergebnissen ihr kommt. Ich wünsche euch viel Erfolg und drücke euch die Daumen für das große Finale. Seid laut, seid klug, seid streitbar, seid Demokratinnen und Demokraten. Vielen Dank, Frau Roth, dass Sie trotz der turbulenten letzten Woche die Zeit gefunden haben, um ein paar Worte an unsere Debattanten und Debattantinnen zu richten. Zu guter Letzt richtet sich im Namen der 3 Partner, dem Goethe-Institut, der gemeinnützigen HT-Stiftung und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, Herr Rainer Polak vom Goethe-Institut in München, an uns. Vážené dámy a pánové, strečne vás zdravím. Sehr geehrter Herr Wistercil, liebe Frau Roth, liebe Gäste, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Schülerinnen und Schüler, vor allem liebe Debattantinnen und Debattanten. Ich begrüße Sie heute im Namen der 3 Partner des Projektes Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, der ZFA, der Hertie-Stiftung und dem Goethe-Institut sehr herzlich. Am Anfang aller Ideallösungen steht das Wort Wenn, ist ein Zitat des tschechischen Schriftstellers und Aphoristikers Pavel Kosorin.
Am Projekt Jugend debattiert wird deutlich, wenn interessierte junge Leute mit Lust an Mehrsprachigkeit und eine gute Zusammenarbeit von Projektpartnern aufeinandertreffen, werden Ideallösungen wie das heutige Finale möglich. Beeindruckend für mich ist die gewachsene, lange Liste der Projektländer mit Tschechien, Polen, Estland, Lettland, Litauen, der Ukraine, Russland, Ungarn, Slowakei, Slowenien, Belarus, Bulgarien, Rumänien und Kroatien. Beeindruckend ist auch, wie durch das Projekt das Lernen der deutschen Sprache in die Praxis kommt. Sie, liebe Debattierende, argumentieren auf einem hohen Niveau zu anspruchsvollen und aktuellen Themen. Und das alles in einer Fremdsprache. Was mir dabei besonders am Herzen liegt, ist, dass Sie dabei auch das Zuhören lernen, dass Sie lernen, andere Meinungen auszuhalten und zuzulassen. Diese Dinge scheinen zuweilen in der heutigen Zeit bei politischen Debatten aus der Mode gekommen zu sein. Daher ist es umso wichtiger, dass Sie, liebe Debattantinnen und Debattanten, mit gutem Beispiel vorangehen. Beeindruckend ist nicht zuletzt, wie ganz nebenbei, ein wunderbares Netzwerk über viele Länder hinweg entsteht. Ich kann Sie nur ermutigen, nutzen Sie dieses Netzwerk. Gehen Sie auf die Menschen zu und lernen Sie sie kennen. Was heute eine Ideallösung ist, heute sind alle Gewinner. Es gibt keine Verlierer. Alle haben es bis in das internationale Finale geschafft. Das ist nicht das Ende, sondern der Anfang eines Weges, unser Wenn. Von daher dranbleiben und so weitermachen. Ein herzlicher Dank gilt der ZFA mit ihren Fachberaterinnen und Fachberatern sowie Fachschaftsberaterinnen und Fachschaftsberatern, der Hertie-Stiftung mit ihren Trainerinnen und Trainern, dem Goethe-Institut Prag und seiner Leiterin Angelika Ritter. Danken möchte ich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Projektländern, die das Projekt organisieren, sowie dem Projektbüro am Goethe-Institut Prag. Dank gilt natürlich auch allen Lehrerinnen und Lehrern, ohne die das Projekt nicht möglich wäre, sowie der Jury mit ihrem schweren Amt am Ende des Finales entscheiden zu müssen. Ich wünsche Ihnen allen nun viel Spaß beim Thema der heutigen Debatte. Sollen Regierungschefs nur einmal wiedergewählt werden dürfen? Dieses gerade im Jahr, wo in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Tschechien, die Parlamentswahlen stattfinden, ein höchst aktuelles Thema. Wir freuen uns sehr auf die Auseinandersetzung damit. Herzlichen Dank und alles Gute. Ich drücke Ihnen fest die Daumen. Vielen Dank, Herr Pollack. Nachdem nun alle begrüßt sind und bevor wir die Debattantinnen und Debattanten kennenlernen, erklären wir noch für die, die es noch nicht wissen, die Regeln einer jugenddebattierten Debatte. Kirill, du hast es ja letztes Jahr erlebt. Sag uns also, worauf bestellt eine Debatte? Also es gibt drei Teile: die Eröffnung, die freie Aussprache und die Schlussrede. Und wie lange dauern dann die einzigen Teile? Je 2, 12 und 1 Minute. Und worauf wissen wir, oder vielleicht besser die Debattantinnen und Debattanten, dass die Zeit abgelaufen ist? Also es gibt einen Zeitwächter, es gibt ein kurzes Signal. Das bedeutet, dass es 15 Sekunden noch bleibt und noch ein langes Signal. Ja. Und ja. Gibt es eine Redeinfolge? Ja, natürlich. Es geht so wie pro 1, contra 1, pro 2, contra 2. Na gut, dann wollen wir aber die Debattantin und die Debattanten kennenlernen. Also wer hat es heute in das Finale geschafft? In diesem Jahr haben wir als pro 1 Simon Bižek aus Tschechien, als pro 2 Katerina Konstantinova aus Bulgarien, als Contra 1 Joel Koima aus Polen und als Contra 2 Christian Negrutiu aus Rumänien.
Damit wir aber auch am Ende eine Siegerin oder einen Sieger haben, gibt es natürlich wie immer auch die Jury, die die schwere Aufgabe fällt, nach der Debatte die eine Entscheidung zu treffen. Also, wer sitzt heute in der Jury? In diesem Jahr ist die Juryvorsitzende Frau Ela Fazekas aus Ungarn. Die Jury für Pro 1 ist Annalena Ülhof aus Deutschland. Die Jury für Contra 1 ist Polina Titova aus der Ukraine. Die Jury für Pro 2 ist Ekaterina Grabareva aus Russland. Und die Jury für Contra 2 ist Maria Denisova, auch aus Russland. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Na, dann wollen wir hiermit die internationale Finaldebatte von Jugend debattiert international in Mittel-, Ost- und Südeuropa beginnen. Wie lautet die Streitfrage? Sollen Regierungschefinnen und Regierungschefs nur einmal wiedergewählt werden dürfen? Kann ich anfangen? Gut. Machtmissbrauch, Korruption, lange Amtszeiten. Das sind die größten Herausforderungen unserer Zeit und auch die größten Gefahren für unsere Demokratie. Deshalb stellen wir uns auch heute die Frage, sollen Regierungschefinnen oder Regierungschefs nur einmal wiedergewählt werden dürfen? Mit unserer Maßnahme wollen wir die Amtszeit der Regierungschefs auf zwei Amtszeiten begrenzen. Regierungschefs sind die Leiter der Regierung, allerdings abhängig von dem Staatssystem kann das ein Premierminister sein, Präsident oder Kanzler. Wir wollen unsere Maßnahme auch auf Minister beziehen. Und wir wollen, dass unsere Maßnahme in Kraft kommt, ab heute nach Ablauf von zwei Amtszeiten. Die wollen wir in der ganzen Europäischen Union einführen. Doch wollen wir, dass unsere Maßnahme auch als ein Vorbild für die Länder aus der Europäischen Union gilt. Wir wissen, dass vor uns eine große Herausforderung steht und dass wir die Verfassung ändern müssen. Und dazu brauchen wir 2/3 Mehrheit der Abgeordneten in Parlamenten. Doch wir denken, dass Bewahrung der Demokratie und demokratischen Prinzipien genau die richtige Motivation für sie ist. Und wie auch eine sehr anerkannte Schriftstellerin und Juristin einmal sagte, Julie C., Demokratie ist nicht ein Mittel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern eine Methode, um die Macht zu zerstreuen. Und Macht zu zerstreuen ist auch Zweck unserer Maßnahme, genauso wie Zweck der Demokratie. Und durch Machtzerstreuung wollen wir Korruption und Machtmissbrauch bekämpfen. Und aus diesem Grund spreche ich mich am Anfang dieser Debatte ganz eindeutig für unsere Maßnahme aus. Simon, ihr wollt also die Amtszeit des Regierungschefs bzw. Regierungschefinnen auf 2 Legislaturperioden zu begrenzen. Ich hätte aber nur noch 2 Fragen zu eurer Maßnahme, nämlich erstens, würde das heißen, dass man 2 Amtszeiten im ganzen Leben nur das Amt bekleiden kann oder nur zweimal hintereinander? Und noch zweite Frage, würde die Maßnahme auch für Vizeregierungschefs gelten oder meinen wir nur die Regierungschefs? Wir haben in Deutschland schon seit 70 Jahren ein demokratisches, parlamentarisches System und es hat in den allen Jahren, über die alle Jahre sehr gut funktioniert. Und in diesem Rechtssystem ist keine Amtszeitbegrenzung des Regierungschefs enthalten. In den allen, über die alle 70 Jahren gab es nur 3 Regierungschefs bzw. Chefinnen, die länger als 2 Amtszeiten regiert haben, nämlich erstens Konrad Adenauer, zweitens Helmut Kohl und drittens Angela Merkel. Und das heißt also, dass es eine Ausnahme ist, dass jemand so lange regiert. Und in der EU, in den EU-Ländern, in der Nachkriegszeit ist es entweder nicht mal vorgekommen oder noch seltener als in Deutschland. Und ich glaube, wir müssen uns fragen, warum Merkel eigentlich, zum Beispiel Merkel, so oft wiedergewählt wurde.
Nicht, weil sie korrupt war oder weil sie ihr Amt missbrauchte. Nein, sie hat einfach gut regiert. Und die Deutschen haben es gesehen und sie wollten sie wiederwählen. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste in der Demokratie. Wir sollen den Willen des Mehrheit nicht ignorieren. Und das Volk sollte entscheiden, wer regiert, aber auch wie lange. Und aus diesen Gründen spreche ich mich gegen eure Maßnahme aus. Danke, Joel. Ich glaube, du hast sehr wichtige und sehr interessante Sachen angesprochen. Aber ich möchte damit anfangen, dass vom letzten Jahr gab es eine BDK-Studie, welche bewiesen hat, dass von alle 10.000 Befragten, die in europäischen Ländern leben, aber auch nicht gewählt haben bei Regionalwahlen in diesen Ländern, haben alle, also ein großes Teil, 44% davon hat auf die Frage, warum haben sie nicht gewählt, mit die Antwort, also haben die Antwort gegeben, weil es sich nicht lohnt, weil das nichts ändert. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich, denn die Menschen sehen keine Veränderung. Durch unsere Maßnahmen wollen wir diese Veränderung bewegen und wir wollen diese Menschen wieder die Hoffnung in Politik erschaffen und wieder zu den Wahlpunkten bringen. Und ja, du hast sehr gute Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ob man wiedergewählt werden darf. Ja, man darf in anderen Ämtern wiedergewählt werden, aber in diesem Amt nicht mehr, denn diese Machtzerstreuung ist uns sehr, sehr wichtig. Und Regierungschefs und Chefinnen gelten auch davon. Also die sind damit auch erfasst. Und wenn du auch schon sagst, es ist Ausnahme, dass es dazu kommt, dass Regierungschefs und Chefinnen mehr regieren als diese zwei Mandate, dann warum die Maßnahme nicht einführen? Warum nicht? Es behindert ja niemand, es hilft nur den Menschen. Und im Europäischen Rat ist es genauso, in Amerika ist es schon seit den Zeiten von George Washington so, schon damals im alten Römischen Reich. Das alte Römische Reich war eben so groß und so dynamisch, weil der Regierungschef, der Senat, nur einmal wiedergewählt werden dürfte. Deswegen spreche ich mich heute fest für unsere Maßnahme, dass Regierungschefs und Chefinnen nur einmal wiedergewählt werden dürfen. Ihr schlagt vor, dass Regierungschefinnen und Regierungschefs nur einmal wiedergewählt werden dürfen. Kathi, ich habe verstanden, dass durch eure Maßnahme ihr etwas verändert wollt. Aber was genau? Ich habe auch bei der Vorstellung etwas nicht so gut verstanden und deswegen bitte ich euch, uns vor allem die Tatsache genauer zu erklären, ob es wirklich Sinn machen würde, diese Maßnahme in einem Land wie Deutschland, das schon lange sehr viele langdienende Kanzler hinter sich hat, einzuführen. Eine Schwierigkeit sehe ich vor allem darin, wie sich die Maßnahme auf die Politik, also auf das politische Leben auswirken wird, denn Regierungen werden nicht mehr so stabil bleiben. Durch die permanente Nachfolgediskussion könnte ein Chaos entstehen. Außerdem hat die Begrenzung der Präsidentschaft in den USA auf 2 Legislaturperioden zum Beispiel gezeigt, dass US-Präsidenten zum Ende ihrer zweiten Amtszeit zur sogenannten lahmen Ente werden können. Damit bezeichnet die Politikwissenschaft Staats- und Regierungschefs, die keine Machtbasis mehr haben, weil ihr baldiges Ende dann aufgrund der mangelnden Wiederwahl bereits feststeht. Gegen euren Vorschlag spricht aber auch, dass man sich eine lange Instabilität in Ländern wie Deutschland nicht leisten könnte. Es hat das Verhältniswahlrecht und ist deshalb eine Koalitionsdemokratie. Koalitionen werden durch einen Kanzler zusammen oder durch eine Kanzlerin zusammengehalten, die sich ihre Autorität erarbeiten und mal die Koalitionspartner, mal die eigene Partei bändigen. Darüber hinaus finde ich eine Begrenzung der Amtszeit nicht gerade demokratiefördernd, lieber Simon, denn du hast das Thema Demokratie angesprochen. Die Bevölkerung sollte weiterhin bei jeder Wahl die Entscheidung haben, welcher Partei sie ihre Stimme gibt. Und wenn sie damit oft für den Posten des Regierungschefin, des Regierungschefs oder der Regierungschefs fehlt. Deswegen und aus diesen Gründen spreche ich mich am Anfang dieser Debatte klar dagegen aus, dass Regierungschefinnen und Regierungschefs nur einmal wiedergewählt werden dürfen sollen. Lieber Christian, du hast doch eine Frage gestellt, warum wir das Maßnahmen für nötig haben. Hast du da ein Beispiel zum Beispiel von Deutschland angesprochen? Ja, in Deutschland funktioniert die Demokratie. Aber wenn wir zum Beispiel es geht eigentlich um die Maßnahmen. Und wenn wir in Ungarn schauen und sehen wir den Premierminister Viktor Orban.
Viktor Orbán hat sozusagen Monopolisierung in der Regierung erreicht. Seine Partei wird immer wieder gewählt und er wird immer wieder der Regierungschef. Und eben um diese Maßnahmen geht es. Diesen Problemen wollen wir verhindern und diesen Machtmissbrauch, um den es auch in Ungarn geht, wollen wir eben vorbeugen durch unsere Maßnahmen. Ja, Simon, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den Machtmissbrauch in Ungarn. Hier kann ich dir zustimmen, dass es schon zu solchen Fällen kommt. Aber wir wissen das nicht, ob solche Maßnahmen den Machtmissbrauch von Viktor Orbán verhindern würde. Weil zum Beispiel, ich weiß, dass es ein präsidentielles Regierungssystem ist, aber ich glaube, das ist ein Muster, was ich auch in parlamentarischem Regierungssystem wiederholen kann, nämlich zum Beispiel in Venezuela wurde 2009 die Amtszeitbegrenzung auf Druck des Machtinhabers aufgehoben. Und ja, es gab solche Regelungen, aber sie hat nichts gebraucht. Weil wenn sich schon jemand nicht an die Regeln hält, dann könnte man so sagen, er mag die Regeln. Und die Regeln sind für ihn dann egal. Und eure Maßnahme funktioniert dann nicht. Und hier also, unterstütze Joel, ich glaube, Joel. Okay, bitte. Okay, danke. Also hier unterstütze ich Joel mit was er sagt. Also Thema Viktor Orbán und Machtmissbrauch, lieber Simon, ja, aber das stimmt, es gibt solche Fälle von Machtmissbrauch, aber das Volk sollte die Freiheit haben, wann genau ein Regierungschef gehen muss, wenn er nicht mehr kompetent ist. Die Macht liegt ausschließlich in den Händen des Volkes und es soll deswegen keine gesetzlich geregelten Bestimmungen gelten, wenn eine Regierungschefin oder ein Regierungschef nicht mehr kandidieren darf. Denn das wäre meiner Meinung nach undemokratisch. Ja, okay, Christian, du sagst, es wäre undemokratisch, aber denkst du nicht, dass eben die Demokratie von Änderungen lebt in die ganze menschliche Geschichte? Die Veränderungen kommen ja durch solche Sachen, kommen ja von Menschen, die denken, Menschen, die möchten und Menschen, die tun. Und Joel, ich denke, das, was du schon angesprochen hast, finde ich auch natürlich wichtig. Aber denkst du nicht, dass eben diese Eingrenzung zu einer Zielanpassung führen würde? Ich meine Menschen, zum Beispiel, ich kann mein Beispiel aus Bulgarien sprechen, dass die Regierung sich so langfristige Projekte ins Bild stellt, nur so, dass die wieder und wieder und wieder gewählt werden. Und wenn man weiß, ich kann ja nur noch einmal wieder gewählt werden, dann stelle ich zum Beispiel, wie in Bulgarien, etwas, das in 8 Jahren erreicht werden kann, so dass die Menschen mich trotzdem dies noch einmal wählen würden. Wie zum Beispiel jetzt in Bulgarien Rentensystem, das ist so veraltet und das braucht Änderung. Aber so große andere Projekte wie Autobahnen und andere Sachen sind, die Menschen übersehen diese kleine, sehr große Probleme. Ja, Katharina, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, dass die Regierungschefs versuchen, manchmal die Menschen so zu manipulieren, dass sie wiedergewählt werden. Jedoch denke ich es so, dass solche Begrenzung nicht dazu führen wird, dass einfach es eine Erneuerung in der Politik gibt, einen frischen Wind. Denn der Regierungschef ist einfach auf seine Partei angewiesen. Und wenn es solche Begrenzungen gibt, dann wird es oft so passieren, dass die Partei stellt nur einfach einen anderen Kandidaten. Er wird eigentlich das gleiche Wahlprogramm haben und nichts wird sich verändern. Und eure Maßnahme würde da meiner Meinung nach nicht so gut funktionieren. Okay, Joel, ich denke, wir können jetzt auf diesem Punkt alle einigen, dass wir für Demokratie einen frischen Wind in die Politik ein sehr wichtiger Punkt ist. Doch würde ich nur ein völlig anderes Aspekt ansprechen, und zwar die Korruption und den Fall von dem Kanzler Kohl, der Vorsitzende von CDU in Deutschland. In den Jahren 1999 und 2022 wurde ihm sein Amt deswegen entnommen, da bei ihm bewiesen wurde, da er korrumpiert war. Und genau wie du auch Jolle am Anfang angesprochen hast, er ist ein von den Kanzlern, die in seinem Amt länger, also 16 Jahre geblieben sind. Also er ist genau der Fall davon, dann je länger man braucht,
umso steigt die Chance für Korruption, die wir eben mit unserer Maßnahme, wie ich in meiner Eröffnungsrede angesprochen habe, vorbeugen wollen. Ja, Simon, ich weiß auch, ich will dazu noch... Okay, Christian, kannst du reden? Okay, danke. Also, lieber Simon, du hast diesen frischen Wind angesprochen und so. Ja, das stimmt, aber seht ihr nicht so eine Wiederwahl eines Regierungschefs oder einer Regierungschefin als eine Art Belohnung von Seiten der Bevölkerung für die letzte Amtszeit? Man bekommt dadurch den Anreiz, gut zu regieren. Und wie sähe die Bundesrepublik aus, hätten ihre Kanzler stets nur 8 Amtsjahre gehabt? Adenauer hätte 1957 abtreten müssen. Der Kampf um die Nachfolge wäre nach der Wiederwahl 1953 losgegangen, mitten in der Debatte um den NATO-Beitritt. Und im Sommer 1956 überholte die SPD mit einem scharfen Neutralitätskurs demoskopisch die Union. Die eigenen potenziellen Nachfolger hätten daher Adenauer auszubremsen versucht. Der NATO-Beitritt und das Ziel des vereinten Europas wäre vielleicht gescheitert. Und zum Thema Helmut Kohl und seine Amtszeit. Viele Spitzenpolitiker wurden am Anfang zu Unrecht unterschätzt. Aber dadurch, dass sie mehr als 2 Mandate hatten, konnten sie etwas Dauerhaftes für die Bevölkerung planen und umsetzen. Sowohl Adenauer als auch Kohl wurden zunächst skeptisch angeschaut, aber erwiesen sich dann als begnadete Taktiker, obwohl sie auch ein paar Fehler gemacht haben. Aber das sind wir. Wir sind Menschen. Wir können auch manchmal Fehler machen. Christian, du hast recht, jeder macht Fehler, aber in Politik, vor allem in diese Pandemiezeiten, dürfen wir keine Fehler machen. Und wir versuchen wirklich die Menschen, nicht nur die Politiker, aber auch die ganz normalen Menschen dazu zu bringen, ihren Stimmen abzugeben und an Veränderungen zu glauben. Und du sagst, es ist Belohnung, die Wiederwahlen. Er kriegt einen Monatslohn. Der kriegt einen Monatslohn und das ist seine Belohnung. Seine Belohnung soll sein, dass er was für sein Volk macht. Und das ist sehr wichtig. Und eine interessante Studie zum Beispiel von Princeton University in 2018 hat auch was sehr, sehr Spannendes gezeigt. Und zwar, dass ein Regierungschef oder eine Regierungschefin, die schon 2 Mandaten hinter sich hat, dürfte, wenn es alles mental richtig klappen würde, würde sich nicht freiwillig zu einer dritten Wahl stellen, denn Leistungsdruck ist sehr hoch. Auf jeden Fall Gefahr gibt es auch für ihn und seine Familie und es gab so viele hohe Erwartungen. Und ein Mensch, der sich zum dritten Wahl stellen würde, das wäre ein Mensch, der machtsüchtig ist und machtgierig ist. Und das dürfen wir nicht erlauben. Und das wird durch unsere Maßnahme untersagt. Kathi, hier kann ich dir leider nicht zustimmen, denn viele wollen einfach, so wie du das schon erwähnt hast, die Reformen, die sie angefangen haben, sie wollen sie einfach weiterführen. Und ich meine, wenn jemand schon gut angefangen hat mit den Reformen und das Volk sieht es und er hat das Vertrauen des Volkes gewonnen, dann warum soll er die Reform nicht weiterführen? Und wenn das Volk ihn wählt, das heißt, dass sie sehen, dass er gute Dinge für das Land machen wird. Und ich sehe hier eine Begrenzung, eines Problem dafür. Joel, du hast gerade wieder mal den Aspekt von Erfahrung angesprochen. Ich stimme dir vollkommen zu. Erfahrung ist sehr wichtig in Politik. Doch es gibt eine Studie von Thomas Rudolph aus der Vereinigten Staaten, die im Jahr 2018 veröffentlicht wurde und die tatsächlich beweist, dass je länger man im Amtsamt bleibt, desto steigt die Neige, sich seine Verantwortlichkeit, Bewusstsein zu verlieren und noch dazu sich das Gefühl der Freizügigkeit und Macht unbegrenzt unbegrenzte Macht. Und das genau wollen wir auch verhindern. Doch ich denke, dass wir die Erfahrung auch schon sehr lange besprochen haben und würde ich noch ein anderes Aspekt in die Debatte bringen. Und das ist ein Vergleich mit den Vereinigten Staaten. Wie du auch wieder mal, Joel, angesprochen hast, in den Vereinigten Staaten gibt es schon eine Begrenzung für die Regierungschefs. Die Präsidenten der Vereinigten Staaten dürfen nicht länger als 2 Amtszeiten da bleiben. Und es steht in der Verfassung, dass es genau aus den Gründen Schutz, aus dem Grund Schutz der Demokratie ist. Die dürfen da nicht länger im Amt bleiben, damit die Demokratie auch geschützt wird. Doch in meisten Ländern Europas haben die Regierungschefs viel größere politische Macht als die Präsidenten. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir das genau auf Regierungschefs diese Maßnahmen einführen sollten.
Außerdem finde ich auch hier sehr wichtig, nochmal zu ergänzen, dass in viele präsidentiale Republiken schon das eingeführt ist. Und wir schaffen durch unsere Maßnahme eine Gleichheit in Europa, in der Europäischen Union. Und ich denke, wir arbeiten ja alle in diese Hinsicht. Wir möchten alle prosperieren. Und auch dazu, was Joelle schon gesagt hat, denn ich möchte den Argument nicht hängen bleiben. Wir haben schon von Zielanpassung gesprochen. Und ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage mit dem Reform. Und außerdem, du hast gesagt, der hat sich schon bewiesen und hat ein Vertrauen des Volkes, aber er hat auch die Vertrauen der drei Gewalten, Legislative, Judikative und Exekutive. Und wenn der Stuhl von dem Vorsitzenden so oben so bequem wird, ist es gefährlich für die Demokratie und gefährlich für den Volk. Und deswegen darf das nicht passieren. Mit dieser Auswechslung in der Politik passiert es immer wieder, dass der Regierungschef oder die Regierungschefin oben sitzt und unter Druck gesetzt ist, sozusagen die Menschen zu gewinnen und die anderen zwei Gewalten zu gewinnen. Und das ist auch sehr wichtig bei Demokratie heute. Lieber ja, Simon, Kathi, du Kathi, du hast wieder den Punkt angesprochen, nämlich den präsidentiellen Regierungssystem. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem präsidentiellen Regierungssystem und parlamentarischen Regierungssystem. Denn oft, meistens ist es so, zum Beispiel in den USA, die Präsidenten, die haben eine viel größere Macht in den präsidentiellen Regierungssystem. Zum Beispiel der Präsident von USA kann durch Dekrete regieren. Und in Deutschland kann man zum Beispiel durch ein konstruktives Misstrauensvotum jederzeit den Regierungschef abwählen. Und deshalb sehe ich eure Maßnahme als eine unnötige Maßnahme. Heute stellen wir uns die Frage, ob Regierungschefin bzw. Regierungschefe nur einmal wieder gewählt werden dürfen. Wir haben uns auf einen Punkt sicherlich geeinigt, dass wir die Demokratie beschützen müssen und bewahren müssen. Doch wie wir das erreichen und ob unsere Maßnahme genau der richtige Schritt diesem Zweck dient, da konnten wir uns nicht mehr einigen. Kontraseite hat gegen unsere Maßnahme damit eingewandt, dass wir dadurch die langfristige Perspektive und Erfahrung nachlässigen. Doch ich bleibe bei der Aussage von den Politikwissenschaftlern Nuezzo, die ich in meiner Eröffnungsrede angesprochen habe. Demokratie ist nicht ein Mittel, der ein bestimmtes Ziel erreichen sollte, sondern eine Methode, die Macht zuzustreuen. Und Macht zuzustreuen ist auch das Entscheidende in der heutigen Debatte. Und dadurch können wir die Korruption und Machtmissbrauch bekämpfen. Und aus diesen Gründen plädiere ich mich am Ende dieser Debatte für unsere Maßnahme aus. Wir haben heute darüber diskutiert, ob Regierungschefs, Regierungschefinnen nur einmal wiedergewählt werden dürfen. Wir von der Pro-Seite haben erwähnt, dass die Erfahrung in der Politik einer der wichtigsten Sachen sind. Und wenn jemand schon länger regiert, kann er anhand der Erfahrung bessere Entscheidungen treffen. Ihr von der Kontraseite habt erwähnt, dass durch eure Maßnahme würden wir mehr Abwechslung in der Politik schaffen und sogenannten frischen Wind. Für mich ist aber entscheidend, dass das Volk sollte entscheiden, wer regiert und das Wichtigste, wie lange. Und eure Maßnahme beraubt das Volk von dieser Entscheidung. Und aus diesen Gründen spreche ich mich am Ende dieser Debatte gegen eure Maßnahme aus. Liebe Mitdebattantinnen, in unserer spannenden Debatte heute haben wir uns lange darüber unterhalten, ob Regierungschefs und Chefinnen nur einmal wieder gewählt werden dürfen. Doch bei uns stand es so, die Pro-Seite war vielleicht mehr der Don Quixote, der verändern möchte, der Prosperität gesucht hat, der was Großes erreichen wollte. Und die Kontraseite war der Sancho Panza, der vielleicht noch ein bisschen zurückhängt und sagt, hey, wir suchen Stabilität. Aber Prosperität schaffen wir mit Veränderungen. Und wir müssen Demokratie schützen. Wir müssen unsere Länder zusammen prosperieren lassen. Und deswegen spreche ich mich heute am Ende unserer spannenden Debatte dafür, dass Regierungschefs und Regierungschefinnen nur einmal wiedergewählt werden sollten.
Entschuldigung, Kathi, ich glaubte, ich war raus. Unsere Debatte drehte sich um die Frage, ob Regierungschefinnen und Regierungschefs nur einmal wiedergewählt werden dürfen. Zu dieser Frage hatten wir, sage ich mal, unterschiedliche Auffassungen und Meinungen. Hinsichtlich der Frage, dass es wegen Fällen von Amtsmissbrauch über dieses Thema in verschiedenen Ländern sehr heiß diskutiert wird, waren wir uns aber, glaube ich, einig. Aber auch darüber, dass wir die Demokratie schützen sollen. Der wesentliche Streitpunkt bestand jedoch in der Bewertung der Frage, ob eine Amtszeitbeschränkung trotz Stabilität unter einem Regierungschef eingeführt werden sollte. Ihr von der Pro-Seite habt gemeint, dass man durch diese Maßnahme Gefahren wie Amtsmissbrauch oder Korruption verhindern kann. Für mich ist aber nach wie vor entscheidend, dass man ohne diese Begrenzung mehr Stabilität schaffen kann. Darüber hinaus kann man als Regierungschef ohne dieses Hindernis etwas Längerfristiges planen, denn man hat quasi mehr freien Raum zur Verfügung. Und deswegen spreche ich mich am Ende dieser Debatte aus, dass Regierungschefinnen und Regierungschefs nur einmal wiedergewählt werden dürfen. Herzlichen Glückwunsch zu der gelungenen Debatte. Ihr habt es geschafft. Die Jury wird sich nun zur Beratung zurückziehen. Euch vier bitte ich aber darum, mit uns noch ein paar Minuten zu bleiben. Wie wir alle wissen, kann man sich bei Jugenddebattiert nicht aussuchen, auf welcher Position man debattiert. Und manchmal weicht die einige Meinung ab. Also, wie steht ihr persönlich zur Debattenfrage und was ist eure persönliche Meinung? Dann fangen wir mit Simon an. Also in heutiger Debatte konnte ich mich wirklich perfekt mit meiner Position auch anschließen. Also ich persönlich wäre für Einführung dieser Maßnahme sofort so schnell wie möglich. Wie sieht es mit Kontra 1? Also, ich weiß nicht so ganz genau, aber ja, wenn man sich so vorbereitet, da weiß man, dass es viele Vorteile und viele Nachteile gibt, ja. Aber ich glaube, ich wäre eher dagegen. Was meint Pro-2? Ja, wie Joel schon angesprochen hat, wenn man sich vorbereitet, findet man sehr viele Pro-Argumente und sehr viele Gegenargumente. Und ich kann am Anfang, als ich mit der Recherche angefangen habe, war ich total dafür. Mit der Zeit kann ich aber wirklich nicht sagen, ob ich wirklich dafür bin oder ob ich dagegen bin und ob das wirklich ein Schritt nach vorne wäre oder ein Schritt nach hinten. Und Kontra 2. Also ich wäre eigentlich dagegen, gegen eine Amtszeitbegrenzung. Warum? Ich habe schon in der Debatte angesprochen, weil man diese Stabilität der Regierung irgendwie abschaffen würde. Also wir haben wirklich vier echte Debattanten hier. Also danke, dass ihr unsere Frage noch so geduldig beantwortet habt. Ihr könnt euch nun zurücklehnen. Und solange wir auf die Jury warten, hören wir gemeinsam Musik eines internationalen Trios aus Prag, Bookie Baker. Hello everyone. We hope you had great debates and we know you couldn't be here in Prague, so we thought we'd give you the concert True Prague Experience with Prague Castle in the background. We are Bookie Baker. And yeah, so we're gonna play some songs for you. The song is called Scallywag Melodies.
When I was young, hanging with the blokes, no enemies, just the poison oaks. No driver's license, need to follow these roads, just patched up rubber on coat, hanging spokes. And we ride and we ride and we ride. Too many rules to break now, don't be late 4 hours to dinner to the great escape. Well, dragons tow by force make haste, dragging this treasure set out by daybreak. And I said, oh, what the farmer needs to stop and ponder a county seat. And if there ain't no life left to feed, at least he's gone. Oh, 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 this scallywag melody. Well, whack tactic then, we got it all. Whack is tax, thanks, suburban sprawl. There now, drag it too much, find some shade. Lemonade tops to the trade. Well, I said, oh, what the farmer needs to stop and ponder, recount and see. And if there ain't no life left to feed, at least he's gone, whoa, scallywag melody. Stop and ponder counting seeds. And if there ain't no life left to feed, at least he's gone. Oh, 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 his scallywag melodies. The song's called Let's Stay Together. It's a song by Al Green. I'm so in love with you. Whatever you want me to is all right with me. Hey, hey, hey. You make me feel so brand new. Around and see it's true. Since, yeah, well, since we've been together, whoa, oh, loving you forever. I just can't see. Whoa, let me be the one you come running to. Say, go around and see this. Whoa, baby, let's stay together. Loving you forever, ever,
Darling, times are good or bad, oh, happy you say. Times are good or bad, oh, happy to say why. Some people wanna break up, oh, turn around and make up, oh, well, I just can't see why. You never do that to me. Sick around and you see. Whoa, baby, let's, oh, let's stay together, loving you forever. Darling, times are good or bad, oh, happy you say, hey. So as you can hear, you're getting all the sounds of the city, a real authentic Prague experience with the police and the trams. This next song is a song of ours. It's called I Guess I'll Lay Low for a While. And that's on the... Did you resign your post poetically and make a last decision? Or did you try to choke yourself so you could feel a new religion? With fingertips dancing and bloodstains on their teeth, they'll excavate the idol just to find out what's underneath. Oh, now the looky loose, heaven stand man for actions of his youth. While golden chalk stomp proudly spewing vile and words uncouth. Well, I'd gladly make a difference, so I'd run for office one day. But the leaders of tomorrow, they're built with flash drive DNA. Now the red book has been written, been with words we are not saying, weaponized by righteous armies, good intentions of the day. Foundations for the bricks we lay strong, teeth to bite the tongue. And from the rafters hang the poets hanging where the lights once hung. I guess I lay. I guess I lay low for a while, low for a while, low for a while. Yalta used to tower a thousand feet majestically. Oh, now laying burning ashes in its dirt for all to see. We were promised salvation from the pious men who speak. And now we're sprinting over rubble towards the new gods of the weak. Oh, now the ends lay back.
mysteriously diverted by the whipped cream colonists. Toss in the working compass, cause you've gambled all the rest. Thought you had them beat with checkers, but boys were playing chess. Oh yeah, I just gotta get away. This next song is a John Prine song. It's called The Bottomless Lake. Well, here's a story about a man and his family and the big trip that they took. Well, I heard it all about it in a restaurant and I read it in a history book. I rented a car at the Erie Canal, but the car never had no brakes. Mom and Pa, good God, this car is going far into the bottomless lake. Well, now Mama turned to Daddy with the pale face, said I did something horribly wrong. The water's still running in the bathtub, and I think I left the kitchen light on. Heard a crash, and the car went splash, and the compass rolled around and around. Heaven's sake, I fell into the lake, and I think we're all gonna drown. Now we are falling down to the bottom of a hole in the ground. Smoking with you got a mom, so scared I can hardly breathe them and never see my sweetheart again. Well, there's plenty of food in the back seat, windows rolled up tight. We all nibbled on a chicken leg, told stories through the night. Pa told the one that he told before, and the baby got a bellyache. Mom and Pa, good God, this car is going far to the bottomless lake. We are falling down to the bottom of a hole in the ground. Smoking, we forgot our mom. So scared I can hardly breathe. I'm gonna never see my sweetheart again. Played the music on the radio. Mama rocked baby to sleep. He said I would have taken the other road, but I didn't think the lake was that deep. If the ferry been there at the end of the pier, we'd be halfway to Uncle Jake's. Instead of looking out the fish out the window on the bottom of the bottomless lake. Now we are falling down to the bottom of a hole in the ground. Smoking with the guy, I'm so scared I can hardly breathe. I'ma never see my sweetheart again. Ever going on a big trip, you better be careful out there. Start everything on a good foot and wear clean underwear. Take your Bible in the backseat, read David and Solomon. If you make a mistake at the bottom of the lake, you will never see a sweetheart again. If you make a mistake at the bottom of the lake, you will never see a sweetheart again. Now we are falling down to the bottom of a hole in the ground. Smoking with you got a mom, so scared I can hardly breathe. I'm never see my sweetheart again. We are falling down to the bottom of a hole in the ground. Smoking with you got a mom, so scared I can hardly breathe. Never see my sweetheart again. I'm so scared I can hardly breathe. I'm never see my sweetheart again. I'm so scared I can hardly breathe. I'm never see my sweetheart again. Yeah.
This next song is a new song of ours. It's called The Ideal Expiration of a Stubborn Man. And it was written about a man who is visited by death in the winter. And he pleads with death to give him just a few more months so that his funeral can be held in the summer, because he knows it'll be a much better party at a summer funeral. So that's what the song's about. We hope you enjoy it. Well, death woke me too early with a coffee and a smile. She said, good morning. Oh, good morning. Well, I cooked your eggs and I'll teach you bread now. Eat up quick, cause you won't be fed where we're going. Nobody's knowing. Say la da 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 da. Well, I thought it'd be Cotabella. So persuade me, a cappella. Why should I go? Why should I go now? Cause a Canuck winter's no place to stand and celebrate the life of man, that's my reason. Just ain't the season. And he said, wait a minute, death. Just let me catch my dying breath. It's overflowing. Oh, it's overflowing. Can we stop and make a deal? Cause this all sounds so surreal. Where we're going, nobody's knowing. I don't wanna lay under that frozen ground. I think I'll wait for the summer sun before they lay me down. When those friends drink that grease, this bully will go down. Just like the nylon serenading. Well, came up the stream asleep by three. Oh, Lord, Lord, the deal to me. Hang up the ball by the fruit punch there. Make sure that the bourbon's near. Pop out with familiar faces, rock out wild with familiar faces. Tell me, Mr. Reaper, can I be a dreamer? And she said, I don't wanna lay under the frozen ground. I think I'll wait for the summer sun before you lay me down. When the friendship decrease, you slowly will go down. Just like the nylon serenading. And she said, I don't wanna stand above that frozen ground. I think I'll wait for the summer sun before I hunt you down. When my friends drink that grease, this bully will go down. Just like the nylon serenading, this ideal expression. Okay. Thank you.
staying home to watch the rain. You are young and life is long. There is time to give today. And then one day you find 10 years I've got behind you. No one told you where to run. Thank you very much. This is our last song. Thank you for allowing us to play for you guys, and we hope you'd enjoyed it. 74, we're Bookie Baker, and to my right we have Martin O'Horse. So here we go. We're gonna play a song here for it. It's a song by Gil Landry. It's called The Ballad of the Lawless Soiree. Well, I was lying in my bed, I got no dreams in my head. I haven't been drug across the floor. Oh, I was waiting for the sun, oh, I'm buried on the ocean. Oh, it feels like 10,000 years or more.
I've seen the mountains, oh, and I walk the valleys, oh, I've been through the cities, and I walk the valleys on a summer evening, oh, with the raccoons grieving. But I've seen the cold dark mist. I was young and bold, falling in love with barmaids on cemetery roads. My pockets lined with gold, waiting for the crusades to leave my helpless world alone. And bone on a place that I call home, standing on the ruins of downtown. Iron lace on its sheet, it's in here, it's got me beat. Oh, there's nothing more important to me now. I was born a rambler, guess I always will. Once you get the habit, man, you just can't stand still. Now I'm all disheveled, running like the devil, but my hind legs in the sun. There were many times I wish that I'd have stayed. Oh, and I know I can't go home. I try to stay in time, but time slips away. Now I'm out here on my own. Oh, bye now. Yes, sir, I'm on. Without a dream, this whole world keeps getting meaner. Happiness is just a word, you know. Left in a world of pain, on 10,000 miles of railroad train, it doesn't really matter where I go. Across the states by moonlight, I often wonder if they'll ever hang me for all the love I stole. Oh, Mr. Organ Grinder, please tell me where to find her. Lady Luck has got me cold. Sometimes I'm lost, sometimes I'm driven, sometimes I know not where to go. They're gonna bury me on some forgotten morning, and soon that I have no home. Oh, Barnaby. Liebe Debattanten und Debattantinnen, liebe Gäste, die Jury hat sich inzwischen beraten. Ich bin mir sicher, dass die Entscheidung online nicht leichter als sonst live ist. Ich bitte nun die Juryvorsitzende Ela Fazekas um eine Gesamteinschätzung der Debatte.
und ihrer Kolleginnen, dann um die Einzelrückmeldungen und danach um die Verkündung der Ergebnisse. Also, liebe Debattantin, liebe Debattanten, herzlichen Glückwunsch vor allem für eure Debatte. Das war eine hervorragende Leistung. Ihr seid die vier Besten des Jahrgangs 2021 und das ist schon was. Und wir hatten jetzt eine richtig schwierige und verantwortungsvolle Arbeit. In eurer Debatte ging es darum, ob die Regierungschefinnen und Regierungschefs nur einmal wieder gewählt werden dürften. Ihr habt wichtige Themen angesprochen, wie Reformen gegen Stabilität oder wie die Rechte des Volkes, Machtmissbrauch, Korruption, die Werte in einer Demokratie. Ihr habt alle mit den Gesagten eure Sachkenntnisse und mit den schönen Anknüpfungen eure Gesprächsfähigkeit unter Beweis gestellt. Als Tipp für die Zukunft würden wir euch trotzdem geben, dass ihr das Thema mit euch selbst ein bisschen besser verknüpfen könnt, weil ihr auch fast oder gleich Erstwähler, Erstwählerinnen seid und weil ihr auch, weil für euch auch die Zukunft des Landes wichtig ist und einfach mehr persönliche Beispiele oder sowas in die Debatte einbringen. Ansonsten vielen, vielen Dank für die Debatte und ich gebe jetzt das Wort weiter an Annalena. Hallo, lieber Simon, ich darf dir eine Rückmeldung geben. Du hast in dieser Debatte die Position Pro 1 vertreten und uns sehr gut zur Streitfrage und zur Debatte hingeleitet mit Worten wie Machtmissbrauch, Koalition und langen Amtszeiten. Das waren wirkliche Ohrenöffner. Uns hat auch gefallen, wie du die Maßnahme definiert hast. Das war gut. Und gerade in der freien Aussprache hat uns besonders gut gefallen, dass du immer wieder auch gezeigt hast, okay, an diesem Punkt sind wir uns einig und lasst uns zu einem neuen Thema übergehen. Das hat eine gute Übersicht auch über die Debatte gezeigt. Als Tipp würden wir dir mitgeben, dass du deine Meinung in der Öffnungs- und gerade auch in der Schlussrede nicht nur mit einem Zitat, sondern auch noch mit einem weiteren Argument begründest und auch gerade in der Schlussrede noch mehr gewichtest und dann auch ein Argument oder ja einen Punkt aus der freien Aussprache dafür verwendest. Insgesamt aber vielen Dank für deinen Beitrag zu dieser Debatte. Es hat uns gefreut, dir zuhören zu dürfen. Und ich gebe weiter an die Rückmeldung für Joël. So, dann gebe ich die Rückmeldung erstmal für Katharina. Also, du hast die Position Pro 2 vertreten und dafür plädiert, dass Regierungschefs nur einmal wiedergewählt werden dürfen sollen. Du hast deine Position damit begründet, dass die vielen Legislaturperioden zu Machtsüchtigkeit führen könnten und dass genau dies eine Gefahr für die Demokratie im Prinzip sein könnte. Diesen Punkt hast du anhand von konkreten Beispielen, wie zum Beispiel die Studie von der Princeton University, verdeutlicht. Das hat deine Sachkenntnis auf die Probe gestellt und die Debatte insgesamt inhaltsreicher gemacht. Uns hat deine transparente Nennung der Quellen gefallen und ebenfalls, wie respektvoll du auf die anderen Vorredner und Debattanten eingegangen bist. Uns ist aber aufgefallen, dass du in der freien Aussprache während der insgesamt drei Redezeiten immer mehr als 1:15 gesprochen hast. Das hat sich negativ auf die Punkte im Kriterium Gesprächsfähigkeit ausgewirkt. Also als Tipp würde ich dir raten, prägnanter und präziser deine faktenbasierte Argumente zu äußern und deine Gedanken so kurz und klar zu fassen. Ansonsten vielen, vielen Dank. Dein Beitrag war wirklich wertvoll. So, lieber Christian, ich freue mich, dir heute deine Rückmeldung geben zu dürfen.
In der Debatte hast du deine Kontra-2-Position damit begründet, dass durch die Einführung der Maßnahme der Pro-Seite, also dass durch die Begrenzung der Amtszeiten, die Stabilität in den Staaten zugrunde gehen würde. Uns hat sehr positiv aufgefallen, wie viele gute Punkte du eingegangen bist, wie zum Beispiel diese lahme Ente oder Überblick über den politischen Gangkurs von Konrad Adenauer. Du hast außerdem die Gegenseite wieder darauf angewiesen, ob ihre Maßnahme tatsächlich einen Sinn macht. Als noch einen kleinen Tipp würden wir dir jedoch auf den Weg mitgeben, dass du die in der Eröffnungsrede reingebrachten Argumente in der freien Aussprache noch ein bisschen mehr entfaltest. Aber ansonsten vielen Dank für deinen Beitrag heute. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir ein paar technische Probleme. Also die Rückmeldung an Joel gibt die Juryvorsitzende Ella Fasekas. Noch ein bisschen. Also wir haben immer noch technische Probleme. Deswegen ist es so besonders, dass die alle Debattanten es dieses Jahr online während der Covid-Pandemie geschafft haben, von den verschiedenen Ländern sich hier mit uns in Prag zu verbinden. Und auch die Juroren. Denn Jugend debattiert findet statt in ganz vielen Ländern von Mittelost- und Südosteuropa. Ja? Also, lieber Joel, ich gebe dir dann eine Rückmeldung. Du hast in der Debatte Konter-1-Position vertreten und du hast in der Eröffnungsrede gute Fragen gestellt. Nämlich, ob es im ganzen Leben nur zwei Amtszeiten geben sollte. Und du hast dann auch in deiner freien Aussprache immer auf die anderen sehr schön eingegangen und darauf reagiert, was vorher gesagt wurde. Damit hast du deine Gesprächsfähigkeit unter Beweis gestellt. Als Tipp würden wir dir vielleicht sagen, dass du in die Debatte auch versuchst, manchmal neue Aspekte einzubringen und ja, das wäre unser Tipp. Und ansonsten vielen Dank für deinen Beitrag in der heutigen Debatte. Und jetzt danke für mein Jury-Team auch für die Rückmeldungen und für die gemeinsame Arbeit. Liebe Debattantinnen, liebe Debattanten, ihr seid alle Gewinner, das wisst ihr schon. Aber jetzt kommt noch der spannendste Teil. Ich verrate nämlich die Ergebnisse von dem internationalen Finale 2021 von Jugend debattiert in Mittelost- und Südosteuropa. Also, auf dem vierten Platz ist Christian Negruzio. Herzlichen Glückwunsch! Den dritten Platz belegt Katerina Kostadinova. Herzlichen Glückwunsch. Der zweitplatzierte ist Simon Bisek. Herzlichen Glückwunsch. Und der Sieger des internationalen Finales 2021 ist Joel Keumer. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an euch allen für diese tolle Leistung und dann ganz besonders an Joel. Joel, du bist der Sieger des 15. internationalen Finale von Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südeuropa. Herzlichen Glückwunsch auch an deine Lehrer, die dich der ganzen Zeit begleitet haben und die jetzt besonders ganz stolz sind. Außerdem bedanken wir uns ganz herzlich bei den drei Projektpartnern, dem Goethe-Institut, der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Debattantinnen und Debattanten, allen Lehrkräften, allen Alumni und Helfern, die diese Woche
ganz unvergesslich gemacht haben und den Wettbewerb erst möglich. Und dir, Dominika, herzlichen Dank für die Co-Moderation und dass ich hier mit dir stehen durfte. Danke, Kirill, für die tolle Co-Moderation. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Nachmittag und freue mich schon auf das kommende Wettbewerbsjahr. Auf Wiedersehen und Naschledanow.